62.500 Euro komplett GFK. Das bedeutet, wir haben hier einen Aufbau aus GFK. Ist ein Sandwich? Na, selbstverständlich. Ja, Unterschied muss man erklären. Also es gibt einmal GFK Außenhaut mit Holzständerwerk und innen einen Dämmstoff und es gibt Sandwich, das ist dann ein Schaum, der in der Mitte drin ist. Oft, was habt ihr, XPS oder was habt ihr? XPS-Schaum plus dann anschließend GFK drauf. Das macht die Sache unglaublich unkaputtbar. Und auch hier dürfen wir mal den Schlagtest machen. Leichte Schläge aufs Hinterhirn erhöhen dann die... Das machst du mit einem Aluminiumteil oder mit, also es ginge sogar noch mit GFK Holzständerwerk, würde es auch noch gehen. Aber hier bedeutet, es ist eine Fläche und holzfrei. Es ist absolut holzfrei, es ist eine Fläche. Wir haben ab und zu ein Aluminiumträgersystem mit eingebaut für die Stabilität, aber es ist kein Holz, weder Boden, Wand noch Dach verbaut. Grundpreis von dem? 62.500 Euro. 62,5. Und alles ist ein bisschen anders. Es gibt zwei Versionen. Es gibt sogar, ich glaube, noch mehr Versionen, aber es gibt zwei grundsätzlich. Große Heckgarage, dann hast du ein Querbett hinten oder ein Hubbett mit Rundsitzgruppe und dann kleine Heckgarage. Alles kann man nicht kriegen, aber was läuft denn jetzt besser? Läuft der besser oder der andere? Im Moment 60-40. 60% die Rundsitzgruppe, 40% die Garagenversion. Gott, 40% diese. Also ich hätte jetzt drauf getippt, dass das die meiste ist, aber die Rundsitzgruppe, das überzeugt die Leute doch, weil klar, die Fahrräder kannst du jetzt hier reinstellen, aber dann hast du einen anderen Nutzungsgrad. Der Kuscheleffekt ist natürlich in der Rundsitzgruppe und das Raumgefühl wesentlich höher als wie bei den anderen Fahrzeugen. Und die G-Version natürlich, viele haben exklusive Fahrräder, sportive Geschichten, die wollen sie innen stehen haben, dann ist die G-Version natürlich hier das richtige Fahrzeug. So, bei dir ist nichts von der Stange, alles ist edel gefertigt. Du lässt nämlich fertigen in España. Ja, España in Zaragoza, da werden unsere Fahrzeuge gebaut seit fast 4 Jahren. Und wer die Fahrzeuge jemals live erlebt hat, weiß, in welcher hohen Qualitätsstufe sie sind. So, und ganz wichtig, sag mal, ist da ein Spiegel? Da ist ein schöner Spiegel drin, eingelassen. Direkt am Eingang. Das heißt, wenn du rausgehst, kannst du dich erstmal angucken. Ja, musst dich angucken. Mal gucken, ob ich mich gut geschminkt habe. Krass. So, und dann hast du hier ein Quer. Sag mal, haben wir den letztes Jahr gefilmt? War das dieser, der draußen stand? Wir haben einen mal gefilmt, ganz kurz, aber noch nicht intensiv. Okay, das war der, wo der Ton, wo der Ton beim ersten weg war, genau, gell? Richtig. So, jetzt haben wir hier ein Querbett. Dimension vom Querbett? Wir sind 1,40 auf fast 2 Meter. So, das wäre aber nicht alles, wenn wir nicht noch ein riesen Hubbett hätten. Und dieser Grundriss ist so anders. Ich zeige es mal gerade. Gehen wir gerade einen Schritt zurück, Karl. Zurück. Oder ja, genau so. Schritt zurück. Da ist der Kühlschrank. Und das hat auch einen Sinn, dass er da ist, nämlich neben dem Eingang. Weil du kannst ihn von beiden Seiten öffnen. Oft fragt man sich, warum das der Fall ist, aber hier macht es wirklich Sinn. Weil du kannst einmal dein Kaltgetränk direkt vom Bett ausnehmen und dann einmal direkt zum Raum hin. Und der Kühlschrank ist auf so einer tollen Höhe, dass du ihn gerne auch von draußen benutzen kannst, ohne das ganze Auto zu versauen, ja, wenn du irgendwie reinkommst. Du kommst rein, du magst einfach auf oder du liegst im Bett, guckst Fernsehen und magst genauso von der anderen Seite auf. Das ist natürlich schon sensationell gut gelöst. War auch die Idee. Das ist einer der Fortschritte zum letzten Modelljahr. Wir haben die bis jetzt ja 3 Jahre gleich gebaut. Hast sie gleich gebaut. Und hier siehst du sehr schön, also das ist der Kühlschrank. Hier hast du hier mit drin. Und der ist schön angehoben natürlich, sodass du den einmal von hier, und ihr könnt hier reingucken, also dann auch einmal von der Seite zum Bett her öffnen kannst. Hier oben drauf hast du dann noch jede Menge Platz, kannst Sachen ablegen, was ich total wichtig finde, wenn du in dem Querbett drin bist, willst du ja irgendwo dein Handy hinlegen und da oben, da stört es nicht und dann kannst du es aufladen und so weiter. Es gibt auch ein Fernsehfach dafür, du kannst einen Fernseher rausschieben und dann hinten gucken oder nach vorne gucken. Cool, beides. Dann hast du hier ein zweites Bett, das können wir mal gern zeigen. Die Besonderheit hier ist natürlich alles aus Metall. Also alles ein bisschen hochwertiger gefertigt, aus Aluminium. Und das Ganze ist wirklich so gebaut, dass du hier, Vorsicht, mach ein kleines bisschen noch. Oh, so ist gut. Also es geht noch tiefer runter, wir zeigen es aber nur mal. Bettmaß ist ziemlich genau gleich, oder? Ziemlich genau gleich, aber wir haben eine Besonderheit. Wenn du jetzt nochmal aufs Heckbett schwingst,
Warte, ich mach das mal. Ist dieses Undock-Teil, siehst du, das, was auf dem Bett liegt, das kannst du vorne einstecken und du kannst das Bett verlängern um ungefähr 20%. Echt? Yep. Das heißt, dieses ganze Teil wird vorne eingesteckt, wird vorne eingesteckt und dann hast du quasi diese Lücke, die da vorne entstanden ist, ausgefüllt als Bett. Auf die Idee ist ja noch nie einer gekommen, oder? Richtig. Also ich habe es noch nie gesehen. Also das Undock-Teil machst du vorne rein und dadurch hast du eine Bettverlängerung. Genau. Dann schläfst du aber immer noch nicht längs, sondern du hast den Vorteil, dass du auch dich ein bisschen mehr zur Seite drehen kannst, oder? Du kannst dich auf die Seite drehen, du kannst mehr kuscheln, was auch immer. Du hast halt einfach mehr Platz. Ist das in der Praxis, machen die Leute, stecken das ein? Ja, alle wollen es jetzt. Wir haben das einmal gezeigt und jeder will jetzt diese Undock-Funktion. Was ich auch schön finde von dir, ist das sind alles so Kleinigkeiten, die du hier machst. Zum Beispiel die Jalousien, die hier mit drin sind, die automatisch runtergefahren werden. Du hast ein riesen Licht hier drin, dass du abends auch was lesen kannst. Und du hast natürlich hier dieses Hubbett, nicht aus irgendeinem Material, aus Metall. Bitte fahr es mal hoch, dass wir mal sehen. Das ist eine richtige Unterkonstruktion drunter. Da ist alles drunter. In Verbindung mit Lippert, natürlich Weltmarktführer für Hubbetten. Dann hast du auch hier diesen Mineralstoff hast du hier mit drin. Also das sieht man sehr schön, eine ganz schöne, dezente Küche. So eine Art Koreanmaterial, was du hier hast. Also ist auch immer indirekt beleuchtet, wie man hier sieht. Das leuchtet dann nachts schön durch. Dann ist die ganze Platte teilweise weiß. Hat schon einen guten Effekt. Das gleiche natürlich auch mit dem Tisch. So, und da ist der Tisch. Warte, ich zeig's mal. Großer, schöner Tisch. Auch. Und wir haben hier den gleichen Tisch wie bei den kleinen Fahrzeugen, der in jeder Richtung verstellbar und drehbar ist. Ups. So, die Deko macht sich gerade selbstständig. Genau, du kannst ihn also in jede Richtung drehen, in jeden Winkel drehen, dass du hier ganz, ganz gemütlich zu viert sitzen kannst. Alles schön hell, schön weiß. Also, ich fasse mal zusammen. Wir haben ein Hubbett. Wir haben eine Länge von 5 Meter. 99. Du hast auch ein tolles Raumgefühl. Also jetzt weiß ich, warum die 40% den nehmen. Ja, ja, das hat schon was. Weil wir haben natürlich auch alle Plätze ausgefüllt mit du siehst überall Fächer drin. Wir haben vorne noch Fächer drin, wo du einfach... Mach nochmal auf, ich war zu spät. Also das ist unter dem Hubbett, der Schrank. So, da hast du Platz, vorne hast du Platz, Ablagefächer hast du da. Du hast das Vorhangsystem. Ich persönlich habe ja nur noch Vorhänge drin. Weil du die natürlich sehr... Welches Fabrikat fährst du? Darf ich sagen? Ja, klar. Ich fahre zurzeit einen Etrusco 6.6 DF, ein Van, also von der Breite. Wie breit ist denn der im Moment? Was schätzt du? Der hier, 2,30. Richtig. 2,30, okay. Habe ich ja gut geschätzt. Also meiner ist 2,12 ist meiner. Also der ist viel schmaler, aber das hier, das merkst du... Diese 20 Zentimeter sind natürlich eine Welt. Ja, aber guck mal, wie du hier drin sitzt. Allein das Lichtdesign, wie hell das hier ist. Das, klar, die sind alle so ähnlich. Jetzt hast du ja einen nicht unübersehbaren Bauch. Und was hast du jetzt gerade mit Helium. Dem... bitte, was hast du gesagt? Das ist Helium. Das ist Helium. Wenn du mal gerade diesen Tisch mal zeigst, jetzt kannst du dir den so rückeln. Kannst du fahren, wo du hin willst. Du fährst dann wieder weg. Du kannst bequem raus. Du kommst dann überall hin. Warte, ich zeig mal was Schönes. Geh mal da in die Ecke rein. Und jetzt, geh ruhig mal rein, dass du mal reingehst. Jetzt kannst du dir den so drehen, weil du weißt selber, wenn man so viel investiert hat in seine Fülle, dann will man auch ordentlich sitzen. Und jetzt kannst du den Tisch zu dir drehen. Dreh mal zu dir. Nee, dreh mal komplett zu dir, dass er an der Wand ist, ja. So, und jetzt wird es ein bisschen eng. Ah, das heißt, also hier ist jetzt Schluss. Okay, und jetzt schieben wir nochmal nach links, weil ich wollte eigentlich was ganz anderes machen. Ich glaube, das Video wird wieder... So, und Slapstick. Das hier wollte ich eigentlich zeigen. Also du kannst ihn so wegdrehen, dass du hier deine volle Bandbreite hast auf dem Sofa da drüben, wo du gerade bist. Ja, und du kannst die Füße nach vorne, du kannst hier bequem liegen, du kannst dich hier reinkuscheln. Man muss ja einfach in der Praxis sehen. Du liegst ja hier meistens ganz anders herin. Die Leute gucken, essen ein bisschen was. Du sitzt ja nicht wie im Flugzeug hier festgeschnallt irgendwie, sondern du machst es sehr gemütlich. Und dementsprechend hast du natürlich auch viel mehr Platz jetzt. Der Tisch ist echt gut. Der gefällt mir. So, also, das haben wir euch gezeigt. Messe, tausende von Änderungen, die du hier vollführt hast. Ein schönes Panoramafenster. Das ist zu, gell? Kann man nicht öffnen. Zu, wollen wir auch
auch nicht. Dafür bleibt es auch dicht. Ja, keine Windgeräusche. Keine Windgeräusche oder wenig Windgeräusche. Und dann ja, hast du hier den Fiat Ducato. Sag mal, du hast eben so ein bisschen angedeutet, es kommt ein neues Basisfahrzeug oder ist das schon da? Nein, ist noch nicht da. Ist er nicht da? Aber wir arbeiten dran. Du weißt aber nicht, in welche, du willst nicht sagen, in welche Richtung es geht. Nö. Gut, nö. Gut. Nö. Ja, dann sagen wir es mal. Aber heißt ja nicht, dass der Fiat ist ja die beste Wahl, muss man schon sagen. Also wenn du so ein Fahrzeug ausbaust, ist der Fiat ja nicht schlecht. Aber wenn die halt mal nicht liefern können, ja, kann sie auch nichts für, ne? Die Erfahrung zeigt, dass dann alle anderen auch nicht liefern können. Das betrifft Mercedes, Ford, Citroën, Peugeot. Es ist ja immer das Gleiche. MAN, VW, wir sehen es ja bei unseren 13 Fabrikate. Wenn einer nicht kann, können die anderen auch nicht. Das Lichtdesign ist so, ich glaube, es ist diese Größe, kommt durch das Lichtdesign und die Spiegel, die du angebracht hast. Also, man, du kannst ja aus einem Raum nicht mehr machen, als es ist, ja, aber du kannst das Maximale rausholen. Da vorne ist ein Spiegel mit drin, hier hast du einen Spiegel mit drin, du hast sehr viel helle Beleuchtung, du hast hier oben nochmal zwei Streifen. Das erweitert den Raum doch, oder? Erstens mal, es erweitert den Raum und auch diese Metallelemente machen das Ganze immer größer. Wir haben also da viel experimentiert. Viele Kunden sagen am Anfang immer, ja, wir wollen keine weißen Polster, da sieht man alles drauf. Die sind ganz einfach zu reinigen, einfach mit lauwarmem Brillwasser. Also keine Angst davor. Und mit Spiegel kannst du halt viel Optik ins Fahrzeug bringen, viel Größe. Auch mit dem Weiß, mit den Geschichten. Es ist halt einfach elegant, es sieht feminin aus, es ist einfach einsteigen, wohlfühlen. Man muss es einfach live sehen. Auch so, wir gucken uns... Guck uns mal das Bad an, lieber Karl, denn da hast du nämlich Pate gestanden, hast gesagt, naja, ich will mal nicht nur was bauen für große Menschen, also Menschen, sondern auch was für Leute, die durchaus in der Lage sind, etwas kräftiger zu sein. Große Dusche, komplett GFK, korrekt? Richtig. Richtig, GFK. Mit einer richtigen Duschbrause wie zu Hause von der Größe her, also nicht so diese Camping-Style. Du hast eine, warte, ich guck mal rein. Sag mal, die Duschtür, ist die irgendwie, wie funktioniert das? Wie geht das? Was ist das denn? Nicht schlecht, gell? Kommt aus dem Schiffsbau. Ist eine feste Tür, aber doch nicht fest. Ist fest und doch nicht fest, ist auch flexibel. Warte, ich gehe mal raus, müssen wir irgendwie den Arm, zieh mal raus, dass ich mal reingucke. Jetzt kann ich besser filmen. Siehst du? Reichen mir bloß die Arme nicht. Das ist ja geil. Das ist eine ganz geile Geschichte. Also nicht irgendwie, Vorhang würde hier nicht gehen. Also bei der, also dem Qualitätsanspruch kannst du sowas nicht bringen. Nein, es gibt ja viele teure Hersteller, die fangen noch mit Vorhängchen an, was weiß ich. Das wollte mich hier absichtlich nicht. Kriegst du das nach, wenn einer mal das Ding kaputt kriegt nach 6 Jahren? Kein Thema. Kein Thema. So, und dann das Waschbecken, das kennen wir ja, mit einem Klavierband hier unten drin. Also das ist ein Edelstahl-Klavierband, hast du da eingelassen. Das ist ja schon mal sehr fein. Finde ich immer gut, weil wenn man ein Klavierband verwendet, müssen die Spaltmaße auch passen. Das war zu schnell. Bitte nochmal runter. So, das ist das Waschbecken. Und der Wasserhahn, der wird einfach vorgeklappt. Genau. Das erwarten doch die Leute, oder? Das ja, ist der Qualitätsanspruch. Das muss einfach sein. Und wir wollen mit La Marca ja einen relativ, ich sage jetzt mal noch, humanen Preis. Ich sage jetzt nicht günstig, sondern humanen Preis haben. Aber wir wollen auch die Qualität dafür bieten. Also auch hier wieder Spiegel, alles aber anders. Auch die Arbeitsplattenerweiterung hier, die habe ich noch gar nicht gezeigt. Die ist auch aus einem Mineralwerkstoff gebaut. Das gleiche in grün. Die auch richtig einrastet, satt. Ja, auch versenkbar diesmal im Schrank. Also mich hast du überzeugt. Eigentlich auch ein ganz tolles Einpersonenfahrzeug, oder? Wenn man so möchte. Überall kleine Schränkchen noch. Das ist, war im Vorjahr nicht drin. Wir haben das alles erweitert. Überall kleine Schränkchen. Karl, magst du mal die Tür für mich öffnen? Ich glaube, die hat man noch gar nicht auf. Nee. Ein Kleiderschrank. Da hast du nochmal einen Kleiderschrank. Warte, ich guck mal gerade rein. Da hast du eine Stange drin. Hier hast du an der Seite Erweiterungsmöglichkeiten. Und du kommst sogar vom Kofferraum aus rein. Exaktamente. 5,90 Meter. 5,99 Meter. Riesengarage, Kleiderschrank, die Stufen. Schlüsselablagen. Schlüsselablagen, die sind übrigens dort, hat er angedeutet. Und du hast jeden Quadratzentimeter mit Stauraum versehen. Ja.
Ja, Highlight ist absolut die Heckgarage. Jetzt hast du es mir schwer gemacht. Also eben war ich ja noch so weit, dass ich gesagt habe, die Rundsitzgruppe ist ganz klar mein Favorit. Ja, genau. Aber jetzt, Karl, jetzt hast du es gepackt, ja. Jetzt bin ich verwirrt. Weil wenn ich ein 6 Meter Auto haben möchte und du hast natürlich das Moped mit dabei, du hast eine ordentliche Höhe hier, ich schätze mal Meter 25? Meter 20, genau. Meter 20, genau. Also hier komme ich sogar rein. Also, die Qual der Wahl, La Marca 59 Mobility, gibt es 2 oder 3 Grundrisse? Vom 59er Moment 2. Wir bringen demnächst einen La Marca 65, der ist 6,50 Meter. Größere Rundsitzgruppe, ein bisschen mehr Stauraum in der Mitte. Aber alles andere bleibt so, wie es ist jetzt. Die Front ist die gleiche wie hier, die wir sehen. Also optisch sind die von außen gleich. Absolut gleich. Okay, und das ist das Grundsitzgruppenfahrzeug. Und da siehst du auch, die Trauben sind da. Wir drehen übrigens heute am Montag. Der Montag ist erträglich. Wie war der Sonntag? War ein bisschen voller? Sonntag war voller, Samstag war mega voll. Wir sind eigentlich soweit zufrieden. Ja, ich denke auch Samstag, das wird wieder ein mega Tag werden nächste Woche. Das ist der La Marca 73, langer Lulatsch. 3,5 Tonnen wird schwierig. Liegen wir tatsächlich bei 3,5 Tonnen. Hat ein Leergewicht ein bisschen über 3,1. Im fahrfertigen Zustand. Also kann man machen mit 3,5 Tonnen, aber ja, man kann ihn auch mit 4,4 kriegen, oder? Gibt auch mit 4,4. La Marca, Karl Schlössl, heute 28. August 2023. Jetzt gehen wir nach Fernost. Und beim nächsten Drehtermin, ich habe dir weitere Moderatoren zugewiesen. Wir werden versuchen, alle Marken, die du vertrittst, zu filmen. Das wird harte Arbeit für dich. Aber ich befürchte, du bist motiviert, denn du willst ja ein bisschen den Leuten, die nicht auf die Messe kommen, auch zeigen, was du zu bieten hast. Ja, klar. Es gibt so viel Neues bei uns. Und bei 13 Marken gibt es immer Überraschungen. Und du siehst jetzt alleine schon das Lichtspiel im La Marca 73. Sieht natürlich schon sehr, sehr edel aus. Muss man live einfach erleben. Komm, wir machen den noch. Queensbed. Also ich muss den machen, weil der 73er mit Queensbed, das ist jetzt keine Option, wo man sagen kann, ja, dann nehmen wir ja doch den 59er. Und da haben wir es ja auch, weil Queensbed als 59er geht nicht. Wäre die Quadratur des Kreises. Und den werden wir jetzt mal machen. Bis gleich, bleibt dran.